Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte gehofft, dass die Kollegen der CDU die Debatte im letzten Plenum über die Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen genutzt hätten. Denn der Kollege Laschet hatte ja angekündigt, nach seinem rhetorischen Ausflug auf den Mond, ich denke mir, der eine oder die andere wird sich erinnern, eine schonungslose Analyse zu liefern. Aber zu einer solchen seriösen Auseinandersetzung, die ich hier wieder an dieser Stelle vermisse, muss ich so sehen, gehört auch, dass wir differenzierte Betrachtungen heranziehen, um sich ernsthaft miteinander unterhalten zu können. Ernsthaft darüber unterhalten zu können, welche Maßnahmen tatsächlich notwendig sind, um im Rahmen der Energiewende, des Strukturwandels und der Digitalisierung tatsächlich nach vorne zu kommen. Dazu liefert dieser Antrag wiederum keinen Beitrag. Und auch in anderen Regionen, die nicht erst seit ein paar Jahren in der Wirtschaftskraft vor Nordrhein-Westfalen liegen, die aber auch nicht einen so immensen Umbruch wie unseren Strukturwandel zu bewältigen hatten, hat man zu Recht erkannt, dass eine zu starke Ausrichtung auf klassische Wirtschaftsbranchen wie dem Werkzeug- und Maschinenbau, der Energiewirtschaft sowie der Automobilindustrie für jeden Wirtschaftsstandort gefährlich sein können. Denn Zukunft liegt in, und da sind wir uns, denke ich, mehr einig, Zukunftsfelder und Hightech-Felder liegen auch nach Studien des Fraunhofer-Instituts in Bereichen wie neue Materialien, Optik, Sensorik, Mess- und Steuer- und Regelungstechnik oder auch in anderen wichtigen Bausteinen. Alles wichtige Bausteine der Leitmarkt- und Innovationsstrategie dieser Landesregierung. Insofern sind wir hier auf einem guten Weg. Und auch die Industrie- und Handelskammer hat 2014 zur Innovationsstrategie des Landes richtig bemerkt. Und ich zitiere, die Innovationsstrategie setzt mit ihrem Bekenntnis zur Industrie den richtigen Hebel an. Und Herr Wüst, hören Sie jetzt vielleicht einmal kurz zu. Ja, bezogen auf den Strukturwandel, den Sie ja manchmal etwas belächeln, da sich der Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren fortsetzen und weitere Branchen erfassen wird, bleibt die Notwendigkeit bestehen, mit Forschung und Entwicklung auf den Wandel zu reagieren und neue Wachstumsfelder zu erschließen. Und genau dieses ist Aufgabe der Landesregierung und wir als rot-grüne Fraktion sind dem auch nachgekommen. Denn bei allen notwendigen politischen Unterstützungen muss man auch eins immer klar haben, Politik löst die Innovation nicht wirklich aus, sondern die Unternehmen müssen es unternehmerisch umsetzen. Und dazu können wir sie unterstützen. Wir können die Prozesse moderieren, wir können sensibilisieren und wir können im Zusammenspiel mit den Vertretern der Unternehmen und den Gewerkschaften gemeinsam zu den richtigen Weichenstellungen beitragen. Und deshalb schaut man, und das ist vielleicht für einige auch verwunderlich, mittlerweile aus Baden-Württemberg Richtung Nordrhein-Westfalen und das sehr intensiv. Und zwar auch genau auf eine Region, auf die Metropolregion Rhein und Ruhr, um zu schauen, wie man sich im Wettbewerb um die zukünftige Führerschaft in den Zukunftsbranchen richtig aufstellen kann. Nämlich, wir sind hier unterwegs in diesen Hightech-Feldern, wir sind breiter aufgestellt als früher und ich denke, das ist genau der Punkt, an dem wir weitermachen müssen und der auch letzten Endes zum Erfolg beitragen wird. Sie wollen dagegen die Unternehmen quasi in eine Kapsel einpacken und sie vor jedem äußeren Einfluss beschützen. Aber wir wollen, dass diese Wirtschaft in der Lage versetzt wird, sich auf neue Herausforderungen vorzubereiten und sie aktiv zu unterstützen. Und das ist auch genau das, was in Baden-Württemberg getan wird, obwohl Baden-Württemberg sicherlich sehr weit vorne ist und auch noch längere Zeit vorne sein wird, was die Wirtschaftskraft betrifft. Aber auch dort muss man sich vorbereiten auf den anstehenden Wandel, der sicherlich vor allem durch die Digitalisierung getrieben wird. Aber jetzt noch mal zu Ihrem Antrag zurückzukommen. Vielleicht wäre es gut gewesen, Sie hätten sich im Vorfeld zunächst einmal bei Ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern kundig gemacht. Dann wüssten Sie nämlich, dass bundesweit bislang kaum Projekte unterzeichnet wurden und sich auch ansonsten die Begeisterung der anderen Landesregierungen in Grenzen hält. Auch im gelobten Land Bayern, was wir ja hier so oft als leuchtendes Beispiel von Ihnen vorgeführt bekommen, hält sich das Interesse an diesem europäischen Investitionsfonds in Grenzen. Und einige Fakten sind ja auch schon berichtet worden, aber lassen Sie mich noch an einer Stelle vielleicht ein paar vertiefende Gedanken dazu
machen. Bei der Vorstellung des Investitionsfonds Ende 2014 und in den Debatten darüber Anfang 2015 hatte ich auch gedacht, ja, jetzt ist die EU auf dem richtigen Weg. Sie denkt in die richtige Richtung, weg von der reinen Sparpolitik hin zu einem Fokus auf Investitionen. Aber bei der näheren Analyse entpuppte sich das Ganze doch nicht als reiner Investitionszuschuss, sondern es ist schon ein sehr komplexes Gebilde mit einer Garantiesumme, Frau Müller-Witt hat es ja auch schon gesagt, von 21 Milliarden Euro. Und die sind zudem nur zur Hälfte mit Haushaltsmitteln hinterlegt. Und vor allem werden sie zur Risikoübernahme verwendet. Und das, ich hoffe, meine Zahl stimmt, also sind es 13 reale Millionen und am Ende sollen daraus 315 Milliarden Euro an Investitionen generiert werden. Und das wird und wurde angezweifelt. Ich will zwar nicht so weit gehen, manche sprachen auch schon von einem Voodoo-Plan des Herrn Juncker, aber schließlich muss man auch so sehen, es ist ein Hebel mit einem Faktor von 25 zugrunde gelegt. Und da muss man abwarten, ob das tatsächlich auch so umsetzbar ist. Und komplizierter wird das Gebilde auch dadurch, dass die Förderprogramme wie Horizon zugunsten des Juncker-Plans gekürzt wurden, aber letzten Endes auch damit verwoben werden sollten. Zurzeit gibt es, wie gesagt, deutschlandweit 4 unterzeichnete Projekte, darunter keines aus dem Bereich Breitbandausbau, eine Zahl, die darauf hindeutet, dass die Finanzierungsstrukturen vielleicht auch nicht so attraktiv sind. Denn vor dem Hintergrund der akuten Geldschwemme auf dem Kreditmarkt spricht hinsichtlich der Finanzierung denkbarer Projekte einiges dafür, dass zinsgünstige Kreditangebote auf dem Kreditmarkt in Anspruch zu nehmen vielleicht die bessere Alternative sind. Und ein weiterer Grund könnte auch sein, dass die Risikoabsicherung sich nicht auf alle Investorenanteile bezieht. Und es ist bei allen förderfähigen Projekten deshalb immer zu prüfen, ob es nicht anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und dafür sind die Fachleute der NRW-Bank sicherlich genau da und auch an der Seite der Landesregierung. Und ich bin mir sicher, dass bei den angemeldeten Projekten das auch getan wird und man am Ende auch Projekte aus Nordrhein-Westfalen identifizieren wird, für die dieser europäische Fonds die optimale Finanzierung darstellt. Und zum Schluss lassen Sie mich noch eines sagen. Ich bin zwar erst seit 2012 in diesem Landtag, aber ich weiß auch, und das sage ich jetzt auch mal direkt in Richtung Herrn Obtendrenk, der ja diese Fragestellung aufgeworfen hat im Haupt- und Finanzausschuss. Sie haben ja einige Fragen dazu gestellt und Sie haben es wahrscheinlich die Antworten nicht richtig verstanden. Und das nächste Mal könnten Sie vielleicht noch etwas aktiver fragen. Oder letzten Endes, wenn Sie so ein Investitionsfondsgebilde nicht verstehen, gibt es auch das Stilmittel der kleinen Anfragen, also wie gesagt, zur Info fürs nächste Mal. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau